Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Katja Selmigkeit und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Überblick darüber geben, wie Sie Open Educational Resources und auch andere Materialien urheberrechtskonform in ISIS zur Verfügung stellen können. In unseren vorherigen Tutorials zum Thema freie Lehr- und Lernmaterialien haben wir Ihnen gezeigt, was Open Educational Resources, kurz OER, eigentlich sind und wo Sie sie finden können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was Sie im Rahmen Ihrer Lehre mit OER eigentlich alles machen dürfen. Bedeutet Open, dass Sie damit einfach machen können, was Sie wollen? Oder gibt es urheber- und nutzungsrechtliche Begrenzungen, die Sie kennen und beachten müssen? Beginnen möchte ich mit den urheberrechtlich unbedenklichen Fällen. Dazu gehört prinzipiell das Verlinken, das ist immer möglich. Wenn auf kostenpflichtige elektronische Ressourcen verlinkt wird, für die die Universitätsbibliothek eine Lizenz erworben hat, dann müssen sich die Studierenden dann, wenn sie auf die Ressource zugreifen wollen, im TU-Netz befinden oder über VPN damit verbunden sein. Oder sie melden sich, wo das möglich ist, über Shibboleth an. Ab da stehen die Studierenden dann selber in der Verantwortung, die Ressourcen urheberrechtskonform zu nutzen. Jedenfalls brauchen Sie sich in diesem Fall keine Sorgen mehr, um das Urheberrecht zu machen. Verlinken ist also immer sinnvoller, als elektronische Ressourcen irgendwo herunter und dann auf ISIS wieder hochzuladen. Außerdem können Sie Texte anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ISIS stellen, wenn diese Ihnen dafür eine entsprechende Erlaubnis erteilt haben. Die sollten Sie sich möglichst schriftlich geben lassen und eine Weile aufbewahren. Ebenfalls urheberrechtlich unbedenklich sind eigene Materialien, also Skripte, Grafiken, Texte, die Sie selber erstellt haben. Nur falls Sie einen eigenen Text Closed Access bei einem Verlag veröffentlicht und dabei Ihre Verwertungsrechte abgetreten haben, dann gelten für den betreffenden Text die gleichen urheberrechtlichen Bedingungen wie auch für fremde Texte. Auf die gehen wir nachher noch ein. Darüber hinaus können Sie frei nutzbare Materialien verfügbar machen, und zwar Open Access Publikationen und Open Educational Resources mit Creative Commons Lizenzen. Urheberrechtsfreie und gemeinfreie Werke, das sind Werke, die von ihren Urheberinnen und Urhebern entweder von vornherein als gemeinfrei ausgezeichnet worden sind oder deren urheberrechtliche Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod aller beteiligten Urheberinnen und Urheber abgelaufen ist. Und schließlich Auszüge im Rahmen des Zitatrechts. Voraussetzung ist dabei, wie bei wissenschaftlichen Arbeiten auch, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Aussage des Zitats im Text außenrum. Wichtig ist immer darauf zu achten, dass die Metadaten bzw. die bibliografischen Angaben zu den Materialien vollständig und korrekt angegeben sind. Wenn man Materialien anpassen und in veränderter Form neu zur Verfügung stellen möchte, dann muss man etwas genauer auf die jeweilige Lizenz schauen. Manche CC-Lizenzen erlauben das nämlich nicht, zum Beispiel CC BY ND. ND steht für No Derivatives und bedeutet keine Bearbeitungen. Auf der Grafik, die wir auch im Text unter dem Video in YouTube verlinkt haben, sehen Sie die wichtigsten CC-Lizenzen und deren Bedeutung für die Weitergabe. Die meisten Lizenzen erlauben es, veränderte Versionen zu erstellen und zu verbreiten. Nur die letzten beiden, hier gelb markierten Lizenzen, erlauben das nicht. Bei allen anderen Materialien gelten die Regelungen aus dem § 60a des Urheberrechtsgesetzes, der Unterricht und Lehre betrifft. Hier ist die Voraussetzung, dass der Nutzerkreis in ISIS geschlossen ist. Nur Lehrende, Teilnehmende und Prüfende können auf die Materialien zugreifen und die Materialien dürfen auch nur für die Dauer der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt werden, maximal aber bis 13 Monate nach Semesterbeginn. Wenn Sie die Materialien in ISIS bereitstellen und dort eine entsprechende Lizenzinformation hinterlegen, dazu erkläre ich nachher noch etwas, ist das automatisch gewährleistet. 13 Monate nach Semesterbeginn werden die Materialien in ISIS unsichtbar geschaltet, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Vollständig zur Verfügung gestellt werden können nach § 60a einzelne Aufsätze aus Fachzeitschriften, Werke geringen Umfangs, das sind Sprachwerke geringen Umfangs bis maximal 25 Seiten, Notenausgaben bis maximal 6 Seiten, außerdem Filme und Musikstücke, die nicht länger als 5 Minuten sind, und Abbildungen, das bedeutet auch Fotos, aus Fachzeitschriften. Außerdem kann man vollständig bereitstellen vergriffene, also im Buchhandel nicht mehr erhältliche Werke. Darunter zählt übrigens nicht der antiquarische Buchhandel. Von anderen Materialarten ist nur die Nutzung von bis zu 15% des Inhalts erlaubt. Das gilt für umfangreichere veröffentlichte Werke wie ganze Bücher,
Darunter fallen auch im Ausland erschienene Werke, außerdem Presseartikel und Artikel aus sogenannten Kioskzeitschriften. Für hochgeladene Materialien müssen Sie in ISIS einen der auswählbaren Lizenztypen vergeben. Sie finden da im Groben die Fälle wieder, die ich Ihnen schon vorgestellt habe. Nach dem Hochladen erhalten alle Dokumente automatisch den Lizenztyp Lizenz ungeprüft. Ändern Sie ihn durch Anhaken und Auswahl aus der Dropdown-Liste. Falls Sie über dieses Tutorial hinaus noch Fragen rund um das Urheberrecht haben, können die FAQs der Pressestelle der TU Berlin eine gute Hilfestellung sein. Da finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen rechtlichen Situation. Ansonsten kontaktieren Sie auch gerne uns an der UB jederzeit per E-Mail, Chat oder telefonisch. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald!